Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Vielen Dank für dein Interesse. In diesem Video habe ich das Tool ShaneTax für dich getestet. ShaneTax soll eine einfache und unkomplizierte Lösung für die Steuererklärung für Chrislify und der DeFi-Chain sein. In einem anderen Video, Link dazu in der Videobeschreibung, hatte ich bereits Chrislify getestet. In diesem Video schaue ich mir nun die DeFi-Chain an. Um einen Account bei ShaneTax zu erstellen, klickst du oben rechts auf den Button Anmelden. Hier kannst du dich nun mit einem Google, Facebook oder GitHub-Account registrieren und einloggen. Alles, was du nun benötigst, ist deine öffentliche Blockchain-Adresse deiner Wallet. Vorher musst du allerdings noch eine Lizenz kaufen. Hierzu klickst du oben im Menü auf Lizenzen. Wenn du zum Beispiel die Lizenz für das Steuerjahr 2022 kaufen möchtest, klickst du auf 2022, wählst das Projekt aus, für das du eine Lizenz kaufen möchtest, also in meinem Beispiel hier DeFi-Chain, und die Anzahl der Lizenzen. Eine Lizenz kostet 15 Euro pro Kalenderjahr. Dann gibst du deine Wallet-Adresse ein, für die du einen Steuerreport erstellen möchtest. Also zum Beispiel für das Steuerjahr 2022, hier bei der DeFi-Chain, gibst du hier deine Adresse ein und klickst auf Hinzufügen. Es kommt noch eine Sicherheitsabfrage, die du mit OK bestätigst. Damit habe ich hier nun meine erste Wallet-Adresse für die DeFi-Chain eingetragen. Um nun einen Bericht zu erzeugen, klicke ich hier einfach auf den Button Bericht erzeugen. Auch hier die Meldung mit OK bestätigen. Wie du siehst, wird nun im Hintergrund der DeFi-Chain-Bericht erstellt. Der Bericht wurde in diesem Fall nun erfolgreich erstellt und ich klicke oben im Menü auf Berichte. Bei der Berichtsauswertung kann ich hier oben auswählen zwischen täglich und monatlich. Ich lasse hier täglich und wähle hier beim Steuer 2022 meine DeFi-Chain-Adresse aus. Hier sehe ich nun eine Vorschau der Erträge auf täglicher Basis und kann dies nun als Bericht herunterladen, einmal als CSV-Datei und einmal als einen PDF-Bericht. Ich lade hier den PDF-Bericht herunter. In diesem Bericht wird nun also aufgeführt, dass ich im Jahr 2022 Liquidity Mining Rewards in Höhe von 146,20 € erhalten habe und keine Staking Rewards und Airdrops. Diese Daten könnte ich nun für meine Steuererklärung verwenden. Aber macht es überhaupt Sinn? Gibt es Alternativen? Aus meiner Sicht ein klares Ja. Denn ein großer Nachteil von ShaneTax ist, dass ausschließlich Erträge aufgelistet werden, aber keine Einkäufe, Verkäufe, Swaps. Diese fehlen komplett. Ich persönlich favorisiere das Tool CoinTracking, mit dem man alle Kryptotransaktionen erfassen und auswerten kann, inklusive einem Steuerreporting. Auch die DeFi-Chain kann man ja sehr einfach per Blockchain-Import importieren. Dazu gehe ich hier auf Imports, Neue Import, wähle aus DeFi-Chain, gebe auch hier meine Wallet-Adresse ein und klicke auf alle DeFi-Transaktionen importieren und Jobs aktivieren. Im Hintergrund werden nun alle Transaktionen von der Blockchain importiert. Übrigens, mit meinem Link unten in der Videobeschreibung bekommst du dauerhaft 10% Rabatt bei Cointracking. Bis zu 200 Transaktionen ist Cointracking dabei sogar komplett kostenlos. Probiere es einfach einmal aus. Sobald der Blockchain-Import abgeschlossen ist, findest du die Transaktionen alle unter Transaktionen wieder. Und hier nicht nur Rewards, Erträge, sondern auch Ein- und Auszahlungen und Swaps. Einen Steuerreport kannst du auch sehr einfach erstellen, indem du oben im Menü auf Steuerreport gehst, Steuerreport. Wählst das gewünschte Jahr aus und klickst auf Neuen Steuerreport generieren. Und wenn wir uns den Report nun im Detail anschauen, findest du in Cointracking sowohl die Summe der Liquidity Mining Rewards, aber auch alle Details wieder. In Cointracking wurde ja ein Eurobetrag von 144,19 € errechnet. In ShaneTax waren es 146,20 €. Das heißt, Cointracking und ShaneTax legen hier gering abweichende Kurswerte zugrunde. Dies kann man, denke ich, vernachlässigen. Cointracking betrachtet im Gegensatz zu ShaneTax alle steuerrelevanten Vorgänge und ist in Summe deutlich günstiger aus meiner Sicht, da man alle Kryptotransaktionen, egal von welcher Börse, hier erfassen kann und nicht für jede Wallet-Adresse eine Lizenz für jedes Steuerjahr kaufen muss. Womit machst du deine Steuererklärung für die DeFi-Chain? Schreibe es gerne unten in die Kommentare. Und hat dir mein Video gefallen? Lasse gerne einen Like da und abonniere meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!